Fürth. Er ist Präsident der österreichischen Logikerverbandes und er kommt aus Axams. Er nennt sich selber den pferdestärksten Hof Tirols. Dort stehen Bolognederhorn, stehen Friesen, da stehen Noriker und Süddeutsche. Und er hat die Postkutschenlinie Tirol hier nachempfunden mit dem Nachbau einer Nobelmehlkutsch von 1890. Noriker hat er davor gespannt, Wagen Nummer 12. Mit der Nummer 13 präsentiert sich hier aus Dabel, kommt hier aus dem schönen Mecklenburg. Er zieht hier ganz leger den Hut und fährt mit einer Hand Helmut Deutschkämmer. Und er ist jemand, der auch von Postkutschenreisen lebt. Er bietet mehrtägige Reisen mit der Postkutsche durch Mecklenburg an. Das nächste Jahr möchte er von Capacona auf Rügen bis zur Zugspitze fahren. Dort können Sie sich, wenn Sie Interesse haben, bei ihm schon mal anmelden. Also seine Kutsche ist eine englische Mehlkutsche und die aus dem Jahre 1806 herstammt. Er kann bis zu 10 Personen mitnehmen und fährt diese Kutsche 4 bis 6 Spänner. Und angespannt hat er mecklenburgisches Warmblut. André Kaiser aus Grimborg hat eine königlich-sächsische Extrapost von 1850 nachgebaut, die dem sächsischen Postkutschenverein gehört. Und er hat leichte Warmblüter vorgespannt. 10 bis 12 Passagiere passen auf diese Mehlkutsche mit der Startnummer 14. Die 15 wird präsentiert von Siegfried Händler. Er kommt aus Bad Düben und das ist auch eine Berlin-Coupé mit 9 Innenplätzen. Und er hat wunderbar 4 Kaltblüter angespannt und er ist von Paris nach Leipzig gefahren mit dieser Kutsche. Das ist die historische Strecke, die der eiserne Gustav damals gefahren ist. Seit 2004 fährt Herr Händler die traditionelle Postkutschenstrecke von Dresden nach Leipzig. Die 16, meine Damen und Herren, wunderschöner Nachbau einer königlich-sächsischen Extrapost. Und Frank Geier und Günter Jobahn, Sie stehen nicht nur stellvertretend für Ihre eigene Postkutsche, Sie stehen auch für den Verein für Pferde Landeschaft Kutschwarte in Dresden, bieten Sie an und natürlich rund in Dresden. Die 17, Wolfgang Trennel aus Bad Mergentheim, hat eine wirklich außergewöhnliche Postkutsche zu uns gebracht. 2-spännig gefahren, 4 bis 6 Passagiere Platz. Also das ist die Postkutsche mit der 17 und den beiden Haftlingern davor. Die 18 wird uns präsentiert von Hartmut Herold aus Moorgrund. Und Moorgrund liegt in Thüringen. Mit dieser Kutsche handelt sich es um einen Nachbau einer Berline und sie hat 9 Innen- und 3 Außenplätze und wird hier 4-spännig gefahren. Von 3 Norikern und einem rheinisch-deutschen Kaltblut. Und Berline, das können wir ruhig mal so einfügen, Berline, das steht wirklich dafür, dass diese Postkutschen in der Nähe von Berlin gefahren wurden und dann so genannt wurden. Genauso das gleiche gilt für die 19. Auch hier haben wir wieder den Namen Schweizer Bergpostwagen. Gefahren von Herrn Manz, der mit dieser